Heidelberg unterstreicht Marktposition als Technologieführer im Bereich der digitalisierten und autonomen Druckproduktion. Mit dem Einsatz der neuen vollautomatischen Druckplattenlogistik Play-to-Unit macht Heidelberg die Offset-Technologie vor allem für die hochindustrielle Herstellung von Drucksachen noch wettbewerbsfähiger und schließt eine wichtige Lücke auf dem Weg zur autonomen Druckproduktion. Diese innovative Lösung geht jetzt in Verbindung mit der neuesten Speedmaster-Generation XL106 in Serie. Die Druckereien sehen sich heute vor allen Dingen zwei Herausforderungen gegenüber. Die erste ist ein enormer Wettbewerbsdruck und dies äußert sich in Preisdruck und dann in Kostendruck. Hier möchte Heidelberg zur Wettbewerbsfähigkeit der Druckereien beitragen. Und wir tun dies, indem wir an der Produktivität des Print, des Druckprozesses arbeiten. Die zweite große Herausforderung ist der eklatante Fachkräftemangel. Druckereien tun sich immer schwerer, Fachkräfte zu finden. Hier kann Heidelberg mit einer Automatisierung des Druckprozesses helfen. Auf dem Weg zum autonomen Drucksaal ist Play-to-Unit ein weiterer Meilenstein im sogenannten Push-to-Stop-Konzept. So ermöglicht das System die vollautomatische Druckplattenlogistik, das heißt, die Bereitstellung der Druckplatten und deren Entsorgung an der Druckmaschine erfolgen nahezu vollständig automatisiert. Mit Play-to-Unit kommen wir der automatisierten Druckproduktion, dem autonomen Drucken, einen entscheidenden Schritt näher. Wir haben die wichtigste Automatisierungslücke damit behoben und die Maschine kann den Takt vorgeben, und zwar unabhängig vom Bediener. Der Bediener greift eigentlich nur noch dann ein, wenn er aktiv den Prozess unterbricht. Wir nennen das Push-to-Stop. Dresden, Landeshauptstadt von Sachsen. Hier befindet sich der Firmensitz von Saxoprint mit rund 500 Mitarbeitern, eine der größten Online-Druckereien Europas. 1999 gegründet, wickelt Saxoprint heute durchschnittlich 4.500 Aufträge pro Tag ab. Von der Bestellung über die Produktion bis zum Versand. Unser Ziel ist mittelfristig, nicht in 100 Jahren, sondern in 2-3 Jahren, eine autonome Druckmaschine, also eine Maschine zu haben, die ohne Menschen arbeiten kann, weitgehend ohne Menschen arbeiten kann, um noch effizienter zu werden. Und dabei ist Play-to-Unit ein wesentlicher Baustein, um den manuellen Schritt der Zuführung der Platten ins Druckwerk und der Abtransport der gebrauchten Platten aus dem Druckwerk zu automatisieren. Obwohl der Online-Druck noch immer ein Wachstumsmarkt ist, stemmt sich auch Saxoprint einem unaufhaltsamen Trend entgegen. Die Auflagenhöhe pro Druckauftrag wird kleiner, dafür wird häufiger bestellt. Was bedeutet, der Rhythmus des Druckplattenwechsels wird immer dichter und schneller. Die Auflagen gehen runter, wir haben immer mehr Auftragswechsel. Ein Bediener muss heute alle 3 Minuten die Platten manuell bereitstellen und die gebrauchten Platten rausnehmen. Das schafft einer alleine gar nicht über eine Schicht. Das heißt, es sind dann immer 2 Bediener im Einsatz. Und mit Play-to-Unit können wir das automatisieren. Wir haben 80 Druckplatten in der Kassette drin. Das reicht für eine halbe Stunde oder vielleicht auch mal für eine Stunde. Und damit ist der Bediener entlastet und kann das Potenzial der Druckmaschine voll ausnutzen. Für den reibungslosen Prozessablauf ist die korrekte Verarbeitung der eingehenden Daten ein entscheidender Faktor. Die Planung der Auftragsreihenfolge für die Umsetzung mit Play-to-Unit erfolgt über den Prinect Software Workflow. Er leitet eine für den Druck optimale Reihenfolge nach Kriterien wie Papierqualität und Format, Farbbelegung und Falzschema ab. Wir arbeiten ganz eng mit den Druckereien zusammen, um genau zu verstehen, welche Potenziale für weitere Effizienzsteigerungen noch existieren. Wir implementieren dann Verbesserungen in unseren Produkten und erproben sie wiederum zusammen mit unseren Kunden. Auf diese Art und Weise helfen wir unseren Kunden, ihre Produktivität zu steigern und damit ihre Kosten zu senken. Saxoprint und Heidelberg pflegen eine langjährige Partnerschaft. Seit der Gründung von Saxoprint hat das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 50 Millionen Euro in Heidelberg Equipment und Software investiert. In dem riesigen Drucksaal sind mehr als 50 Druckwerke aus Wiesloch installiert. Weitere werden folgen. Wir haben Wünsche. Heidelberg ist in der Lage, die umzusetzen. Wir haben Ideen. Heidelberg ist in der Lage, die umzusetzen. Heidelberg hat Ideen. Wir sind bereit, die zu kaufen und in den Markt mit einzuführen. Das verstehe ich unter einer Partnerschaft, eine Win-Win-Situation. Auf dem Weg zum autonomen Drucken. Als Pilotanwender von Play-to-Unit hat sich Saxoprint entschieden, nach der sehr positiven Erfahrung der letzten Monate ein weiteres System in Verbindung mit der Speedmaster XL106 zu installieren. Die Inbetriebnahme steht nun unmittelbar bevor.